Hallo zu unserem Screencast zum Thema Verschiebung von Gleichgewicht nach dem Prinzip von Le Chatelier. Unsere Aufgabenstellung war es, zu gegebener Reaktionsgleichung, welche die Umsetzung von Silizium und Chlorwasserstoffgas zu Siliziumtetrachlorid und Wasserstoff beschreibt, ist erstens die Wärmeabtönung der Herstellungsreaktion bei 25 Grad zu berechnen und zweitens, bei welcher Temperatur die Rückreaktion bevorzugt wird. Hier haben wir nochmal die Reaktionsgleichung. Festes Rohsilizium reagiert mit 4 Teilen HCl zu flüssigem Siliziumtetrachlorid und gasförmigem Wasserstoff. Das Prinzip von Le Chatelier besagt, übt man auf einem System, das sich im chemischen Gleichgewicht befindet, einen Zwang durch Änderung der äußeren Bedingungen aus, so stellt sich infolge dieser Störung des Gleichgewichts ein neues Gleichgewicht, dem Zwang ausweichend ein. Beispiele für Gleichgewichtsverschiebungen. Zwänge bedeuten bei dieser Gleichgewichtsverschiebung die Änderung von Temperatur, Druck oder Konzentration, die auf das System aufgewirkt werden. Das bedeutet, bei unserem Beispiel erhöht man die Temperatur, wird die wärmeliefernde, also die exotherme Reaktion, zurückgedrängt und irgendwann umgekehrt. Dieses Prinzip kann durch die freie Reaktionsenthalpie Delta Rg berechnet werden. Als Beispiel für eine Gleichgewichtsverschiebung haben wir hier das Gleichgewicht zwischen NO2 und N2O4. Das NO2 ist braun, das N2O4 farblos dargestellt. Erhöhen wir den Druck im Zylinder, verschieben wir das Gleichgewicht zum Produkt, da dort weniger Gasteilchen vorhanden sind. Die Größe der Teilchen spielt dabei keine Rolle. Das Gemisch wird bei steigendem Druck heller bis hin zur Farblosigkeit. Die Berechnung von Aufgabe 1 stellt sich wie gezeigt dar. In der Tabelle sind die Standardreaktionsenthalpien der Komponenten gegeben. Diese haben wir hier unter die dazugehörigen Komponenten unter die Reaktionsgleichung geschrieben und mit den stöchiometrischen Faktoren ergänzt, wobei zu beachten ist, dass die Edukte ein negatives Vorzeichen erhalten und die Produkte ein positives. Als Ergebnis erhalten wir minus 271 kJ pro Mol, das heißt die Reaktion verläuft exotherm. Nach dem Prinzip von Le Chatelier bedeutet das, dass wir die Temperatur erhöhen müssen, um die exotherme, energieliefernde Reaktion umzukehren. Zur Berechnung der Gleichgewichtsverschiebung benötigen wir die freie Enthalpie Delta Rg. Diese kann man mit der Formel Delta Rg gleich die Standardreaktionsenthalpie in Joule pro Mol minus der Temperatur in Kelvin multipliziert mit der Standardreaktionsentropie in Joule pro Kelvin pro Mol berechnen. Da wir eine Gleichung mit zwei Unbekannten haben, müssen wir die Standardreaktionsentropie ermitteln. Dazu haben wir die Standardentropien der Komponenten in der Tabelle gegeben. Diese setzen wir wie bei der Berechnung der Enthalpie unter die entsprechenden Komponenten der Reaktionsgleichung und ergänzen die stöchiometrischen Faktoren sowie die Vorzeichen. Wir erhalten für die Standardreaktionsentropie einen Wert von minus 265 Joule pro Kelvin pro Mol. Entsprechend verläuft die Reaktion exotrop. Mit diesen Werten können wir Delta Rg der Hinreaktion berechnen und schließen anhand des negativen Ergebnisses, dass die Reaktion exergonisch bei Raumtemperatur verläuft. Wir schließen, dass wenn die freie Enthalpie kleiner 0 ist, die Reaktion von Edukt zu Produkt verläuft und wenn größer 0, rückwärts abläuft. Für die Aufgabe bedeutet das, dass wir Delta Rg gleich 0 setzen und nach der Temperatur Tr umstellen, wenn die Temperatur die einzig verbleibende Variable darstellt. Setzen wir Delta Rh und Delta Rs ein, erhalten wir für die Temperatur ca. 1022 Kelvin, was ungefähr 749 Grad Celsius entspricht. Zur Probe setzen wir die Temperatur in die Grundgleichung ein und erhalten für Delta Rg ca. 22 Joule pro Mol. Schlussfolgernd heißt das, dass die Rückreaktion ab einer Temperatur von ca. 750 Grad Celsius bevorzugt wird. Damit wäre auch die zweite Aufgabe gelöst. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.